ganz gerne jetzt nach dieser ersten Runde sozusagen die Diskussion für das Publikum öffnen, die Möglichkeit geben, zu fragen, zu kommentieren, Beiträge zu machen. Bitte. Ja. Ja, am Donnerstag liegt bei Monitor ein Bericht, der eigentlich das Herz zu schnüren ließ. Da ging es nämlich um Bulgaren und Rumänen, die in Dortmund behandelt werden. Und das kann man ja auch bundesweit ausdehnen, dass die nirgendwo Unterschlupf gefunden haben, dass die unter Straße liegen, dass die von Bussen aus Bulgarien abgeholt werden zum Arbeiten. Und dann wird gesagt, ja, ihr dürft nirgendwo schlafen, denn ihr seid Rumänen oder Bulgaren, denn das ist ein Kamerateam vom Monitor mit versteckter Kamera dorthin gegangen zu den Übernachtungsstellen da, und da hat man gesagt, nein, wir nehmen weder Bulgaren noch Rumänen auf. Da hat man gefragt, wieso, ihr seid Rumänen oder Bulgaren, ihr kommt hier nicht rein. Und das waren kirchliche Unternehmen. Und da wird eben schon richtig übel, wenn die Kirche sagt, nein, wir nehmen die nicht auf. Man muss ja, über die katholische Kirche muss man jetzt nicht weiter sagen, verzeiht. Man denke bloß an die Opfer, wo man ja gesagt hat, dass man mit Herrn Pfeiffer nicht länger zusammenarbeiten will. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich finde, was hier mit den Bulgaren und Rumänen passiert, denn da läuft es doch innerhalb hinaus. Man sagt ja immer, Rumänen und Bulgaren ist ja dasselbe wie Sinti und Roma, das wird ja alles in den Sack gesteckt. Und dann wird gesagt, nein, die haben kein Recht. Und da müsste man wirklich fragen, hat Artikel 1 bei uns seine Berechtigung verloren? Ist das nur noch eine Ansammlung von Worten ohne Bedeutung? Die Hetze gegen bulgarische und besonders gegen rumänische Roma stößt auch auf, was schon vorher genannt worden ist, diese Bettelverbote an. Die Bettelverbote, welche sich auch größtenteils an bettelnde Roma richten, legalisieren und kriminalisieren Roma. Meiner Meinung nach sind die Bettelverbote ein Feldzug gegen die bettelnden Roma. Mit diesen Gesetzen wird nämlich legitimiert, dass Roma aufgegriffen werden können, welche betteln, und sogenanntes organisiertes Betteln und die sogenannte Bettelmafia werden dann immer genannt. Aber was ist organisiertes Betteln und was ist eigentlich die Bettelmafia? Gibt es da Fakten? Werden da Belege gezeigt? Und ich habe recherchiert und habe auch einen Artikel dazu geschrieben, der Paria-Zeitschrift für Politik von unten. In der Redaktion bin ich und Jorge Calderaro, und das ist eine Plattform für Roma, und dort machen wir auch, also veröffentlichen wir Beiträge von Roma und Sinti. Und ich habe bezüglich dieser Recherchen herausgefunden, dass es diese Hetze und diese Gesetze und Konsequenzen gegenüber die Roma größtenteils auch, es geht darum, auch die Bewegungsfreiheit von den Roma einzuschränken. In der Europäischen Union sollen es Freizügigkeitsgesetze gelten, und die Bürger in der EU sollen sich frei bewegen können, aber leider können sich Roma nicht frei bewegen in der EU. Gerade aufgrund von solchen Gesetzen werden dann auch Roma illegalisiert, und in Frankreich finden auch regelmäßig beispielsweise Abschiebungen von Roma statt, nach Rumänien und Bulgarien. Und ich finde es auch wichtig, auch über die Lage zu berichten, welche sich gerade auch in Rumänien beispielsweise abfindet. In Rumänien hat vor kurzem zum Beispiel gibt es ein drastisches, wenn auch kein einmaliges Beispiel von Menschenverachtung, nämlich aus dem rumänischen Timișoara. Dort versprach die rumänische Neonazi-Gruppierung NAT 88, die sich in ihren Aktionen sozusagen auf die Zigeuner spezialisiert hat,
jeder Roma-Frau eine Belohnung von 300 Lei, ca. 68 Euro, wenn diese im Jahr 2013 einen ärztlichen Nachweis vorlegen können, dass sie sich sterilisiert haben lassen. Und diese Situation in Rumänien und auch in Bulgarien, diese ganze Ghettoisierung von den Roma und auch Verfolgung, das heißt auch nur aufgrund von, weil sie Roma sind, werden sie auf der Straße geschlagen und müssen um ihr Leben kämpfen. Und sie haben aber eigentlich das Recht, als EU-Bürger sich zu bewegen und einen anderen Ort zu suchen, wo sie leben können, wo sie vielleicht auch ihren Kindern eine bessere Zukunft geben können. Aber leider gibt es dann diese Feldzüge der EU und es werden Sachen sich ausgedacht, sich konstruiert, wie Bettelmafia oder organisiertes Betteln. Aber wenn man dann richtig genau hinschaut, dann kann man auch erkennen, dass es alles nur konstruiert ist, um wieder einmal Roma unter eine Stufe zu setzen und herabwürdigen und diese ganze Verfolgung zu legitimieren und diese ganze Unterdrückung zu legitimieren. Nachher finde ich das sehr beeindruckend, was Sie schildern. Und das finde ich auch wichtig, das muss man wieder sagen. Ich habe übrigens auch den Bericht im Monitor gehört. Ja. Ich würde ganz gerne den Begriff des sogenannten asozialen Gesellschaft ein bisschen fokussieren, denn es, aus meiner Sicht, wie ich das mitbekomme, gibt es in der Bundesrepublik etliche Bestrebungen, von Gesetzen und so weiter, dass man Menschen aus der Gesellschaft ausgrenzt. Und wenn wir uns formal als eine soziale Gesellschaft verstehen, in Klammern wollen, dann fallen diese Menschen, dann oder diese Gesetze fallen aus diesem Raster aus. Mir fällt dazu ein Beispiel, ein historisches Beispiel ein, gerade schon drin. In der NS-Zeit war es ja so, dass ganz viele Menschen ausgegrenzt worden sind, nämlich die, die aus dieser Ideologie des Nazi-Regimes nicht entsprochen haben. Wenn wir das versuchen, jetzt auf unsere Gegenwart in welcher Form auch immer zu übertragen, dass die Menschen, die eben mit dem, was in unserem Staat nicht passiert und nicht einverstanden sind, dass die durch Gesetz oder Anordnung, Verordnung, wie auch immer, auch rausgekickt werden aus dem System. Und wir sollten uns vielleicht vorstellen, dass es auch hier in unserer Gesellschaft solche Ausgrenzung und Stigmatisierung gibt. Ja, es kann ganz, wenn ich mal, sag doch mal ein Beispiel jetzt vom Gesetz, ich denke nur an Einschränkungen beispielsweise, wenn es um die Versorgung von Gesundheit geht. Ja, dass durch bestimmte Einschränkungen das im Grunde so verengt wird, dass die Menschen, die es sich nicht leisten können, eben dann, wie auch immer, an den Folgen leiden, sterben werden. Aber ich möchte nur anregen, vielleicht haben Sie ja noch Ideen, wie man das weiter diskutieren kann, dass solche sozialen Ausgrenzungen auch heute in der Bundesrepublik passieren. Ich finde, es gibt, nach meinem Eindruck gibt es heute eine Form der sozialen Ausgrenzung, die unter diesem Begriff der Inklusion, der sozialen Inklusion oder Integration, hast du ja auch gesagt, zum Teil stattfindet. Also dafür ist ja der Herr, wie heißt der gleich, Buchmann, durchaus ein Beispiel. Also das soll ja etwas Positives sein, dieses Projekt, so habe ich es ja verstanden, im Rahmen von Inklusion soll es stattfinden und gleichzeitig transportiert es aber eben doch noch alte Stereotype und Vorurteile. Das wollte ich aber nur mal sagen, dass das auch eine Variante ist und die ist sehr, sehr schwer greifbar. Ich sage das natürlich auch deshalb, weil das auch in Bezug auf Menschen mit Behinderung in einer ähnlichen Form manchmal stattfindet, also wo es unter diesem Emblem der Inklusion
eigentlich alte soziale Ausgrenzungsprozesse fortgesetzt werden. Und es ist so schwer, das dann greifbar zu machen. Vielleicht auch noch mal ein bisschen auf gesellschaftliche Verhältnisse anzuspielen oder anzusprechen. Es ist natürlich Sinn und Zweck und bewusst gewollt, zum Teil auch von der herrschenden Politik, dass wir diskutieren über Betteln und Armut. Darf man arm sein, darf man betteln und so weiter. Es wird sehr, sehr häufig einfach unterschlagen, bewusst unterschlagen, dass wir über Symptome reden, über Symptome von sozialer Ausgrenzung, über Symptome gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse, die hier herrschen. Und diese nötigen Menschen zu betteln, und hinterher werden wir also kriminalisiert. Die Voraussetzungen dafür werden aber von anderen geschaffen, werden von der herrschenden Politik geschaffen. Und auch Deutschland profitiert zum Teil in Europa, im Teil von Armut in anderen Ländern, in einer Gesellschaft, die sich explizit auf Konkurrenzgesellschaft selbst definiert, beschönigende Leistungsgesellschaft nennt und als Basis sehr wohl ein Ungleichwertigkeitsdenken befördert. Und auch durch Äußerungen von Teilen aus Politik und Medien immer wieder reproduziert, kann gar nicht anders und gerecht sein. Das ist nicht möglich. Der Kampf, gerade insbesondere in Zeiten von Krisen, um den eigenen sozialen Status, der Egoismus, der dann durchkommt und der auch bewusst, hin und wieder bewusst, auch gehypt wird mit dieser Individualisierung von Flugfahrten zum Beispiel, der Schuld an seinem eigenen Schicksal hat und der Negierung von gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen, die als Ursachen dafür zu gelten haben und eine Diskussion zu führen, die genau von diesen Ursachen wegführen soll, weil nämlich dann die herrschende Politik, die dafür zuständig und verantwortlich ist, außen vor bleibt als Verantwortlicher und teilweise auch Profiteur von solchen Entwicklungen. Und wir haben heute in der Mitte der Gesellschaft einen breit vorhandenen Rassismus. Wir haben nach wie vor Menschen, die wegen ihrer vermeintlichen Herkunft, Religion, Lebensweise oder ihrem sozialen Status systematisch ausgegrenzt werden auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, auf anderen gesellschaftlichen Ebenen. Und das betrifft sowohl Menschen mit vermeintlichen Behinderungen bis hin zu all denen, die im Prinzip unter dem Stigma asozialer zusammengefasst worden sind. Und das gilt es jedenfalls zu bekämpfen, und das kann es nur sein, wenn es um die gesellschaftlichen Verhältnisse geht und nicht wie heute, dass mit einem Sicherheits- und Überwachungsstaat und Polizei im Prinzip die Symptome von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen gesteuert werden sollen.